So und damit natürlich herzlich willkommen zum heutigen Video, und zwar zeige ich euch, wie ihr eine Razer Core X Chroma bzw. generell eine eGPU mit einer Radeon Grafikkarte, in meinem Fall eine AX 580, mit eurem MacBook Pro bzw. generell mit eurem MacBook, in meinem Fall ein MacBook Pro 16, in Windows Bootcamp verbinden könnt, ohne den Code 12 Error, den ich selber am Anfang hatte. Ich meine, wie ihr sehen könnt, funktioniert das jetzt, und ich werde euch zeigen, was für Schritte ihr bei der Installation von sowohl Windows als auch der Grafikkarte an sich beachten müsstet. Ich werde euch ein paar Links zu Foren in die Beschreibung packen, sowie zu den benötigten Downloads. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß, und ich hoffe, das hilft euch beim Code 12 Error. Das kann ich euch empfehlen, falls ihr eine eGPU habt und damit Probleme lösen wollt, geht auf eGPU.io. Das ist ein ziemlich hilfreiches Forum, da sind auch einige Build-Guides, da habe ich auch unter anderem das mit der Windows-Version gefunden. Und zwar liegt das Problem, wenn ihr diesen Code 12 Error habt, zumindest mit den neueren MacBooks und halt unter anderem auch dem MacBook Pro 16, in der Windows-Version. Ihr braucht eine ältere ISO-Datei, und zwar von Mai 2019, die Version 1903V1. Die könnt ihr hier einfach runterladen von Windows 10, da gibt es die diverse ältere ISO-Dateien, die werde ich euch nochmal verlinken, also diesen Link in die Beschreibung packen. Und ihr müsst ja, wenn ihr per Bootcamp Windows installiert, eine ISO-Datei haben. Dazu braucht ihr dann diese ISO-Datei, weil mit der Windows 10-Version habt ihr keinen Code 12-Error, und damit funktioniert das Hot-Plugin der eGPU perfekt. Mit einer neueren Version geht das nicht. Keine Ahnung, warum Microsoft das irgendwie kaputt gepatcht hat. Auf jeden Fall solltet ihr diese Version installieren und danach keine Updates mehr machen. Wie ihr das deaktiviert und was ihr da in Windows für machen müsst, zeige ich euch gleich noch. Zweitens braucht ihr dann, das könnt ihr aber auch später aus Windows heraus runterladen, von bootcampdrivers.com noch speziell angepasste Treiber. Und zwar, wenn ihr mit Windows per Bootcamp installiert, installiert der ja automatisch am Anfang die Radeon Pro Treiber mit, wenn euer Mac eine dedizierte Grafikkarte hat. Und das Problem an den Radeon Pro Treibern ist, wenn ihr eine externe normale Radeon Grafikkarte hat, funktioniert die nicht mit den Pro-Treibern, und die hat auch nicht die Optimierung für Spiele und auch kein AMD X-Connect, was ihr ja braucht, um die Grafikkarte hotpluggen zu können. Das heißt, ihr geht auf bootcampdrivers.com, Downloads, Windows 10, 2020 und dann die Adrenaline Red Gaming. Falls ihr natürlich Emulatoren oder Nicht-Gaming-Software benutzt, nehmt die, aber wenn ihr spielen wollt, was ja vermutlich der Hauptzweck ist für Windows auf einem MacBook und einer eGPU, braucht ihr die Adrenaline Red Gaming. Die werde ich euch hier aber nochmal verlinken. Wie gesagt, die könnt ihr aber auch später in Windows runterladen, und als nächstes zeige ich euch, was ihr in Windows tun müsst, wenn ihr also diese ISO-Datei installiert habt. So, während der Windows-Einrichtung solltet ihr natürlich dann Internet erstmal deaktiviert lassen, sprich ihr richtet es offline ein, dass er sich nicht automatisch an Updates zieht. Und wenn ihr das dann eingerichtet habt, das erste, was ihr macht, ist, ihr gebt dann Services ein in die Windows-Suche, dann öffnet sich diese App, da scrollt ihr dann ganz runter, bis ihr bei Windows Update seid, dann rechtsklick drauf, Properties, und dann klickt ihr bei Startup Type auf Disabled, und dann ist Windows Updates ausgeschaltet. Ihr könnt das dann auch nochmal erst manuell auf Stopp drücken, weil es ist ja aktuell noch eingeschaltet, aber danach sollten sich Windows Updates nie wieder aktivieren. Und sobald ihr das dann gemacht habt, könnt ihr euch mit eurem Internet verbinden, um euch die Treiber zu downloaden und zu installieren, und wie ihr das korrekt installiert, zeige ich euch jetzt. Sobald ihr das dann runtergeladen habt, müsst ihr das natürlich noch extrahieren. Das könnt ihr einfach in den gleichen Download-Ordner extrahieren. So, wenn ihr das dann extrahiert habt, könnt ihr schon mal den Display Driver Uninstaller installieren. Und zwar ist das ein kleines Programm, was euch den Radeon Pro Treiber wieder runterschmeißt. Den müsst ihr dann auch einmal noch installieren, und der installiert sich dann hier in diesem Ordner. Und zwar werden wir dazu jetzt einmal Windows im Safe Mode starten. Dazu einfach mal Advanced Start, Change Advanced Startup Options. Dann auf Restart Now. Dann müsst ihr als nächstes hier auf Troubleshoot, Advanced Options, Startup Settings, Restart. Und natürlich wie immer, wenn ihr den Mac Neustart am Anfang, die Option-Taste gedrückt lassen. Dann natürlich nach Windows reinbooten, und dann habt ihr hier Enable Safe Mode. Da drückt ihr dann auf die 4. Dann startet er im Safe Mode, was eigentlich der beste Modus ist, um die Treiber zu de- bzw. neu installieren. In dem Fall habe ich jetzt ja schon die Treiber, das heißt, ich werde das nicht neu installieren, aber ich werde euch einmal zeigen, was ihr tun müsstet. Und zwar öffnet ihr dann wieder den entpackten Ordner von eben, geht dann in DDU, Display Driver Uninstaller. Ja, dann kommt erstmal so eine Warnung, die könnt ihr wegklicken.
Was ihr dann machen solltet, ist in Options hier unten Prevent Downloading Drivers from Windows Update. Sprich, wenn ihr den Haken reinmacht, lädt sich Windows nicht automatisch wieder den passenden Treiber runter, weil den passenden Treiber wollen wir ja gleich selbst installieren. Da geht ihr dann hier bei Select Device Type auf GPU, AMD und dann klickt ihr auf Clean and Restart. Dann wird ja einmal komplett alle Treiber von AMD, die aktuell drauf sind, deinstallieren und den Computer danach neu starten. Das mache ich jetzt nicht, weil ich habe ja schon die passenden Treiber installiert. Aber dann macht er halt von selber vor sich hin. Wir starten den jetzt manuell einmal neu. Der würde das dann halt automatisch machen, sobald ihr die Treiber deinstalliert habt. So, wenn ihr dann zurück in Windows seid, müsst ihr natürlich selber noch einmal auf Downloads wieder zurück in den Ordner. Bei Setup einmal die Treiber installieren und danach sollten die passenden Treiber installiert sein. So, wenn ihr dann alles soweit eingerichtet habt und die korrekten Treiber installiert habt, könnt ihr eure eGPU, in meinem Fall eine Razer Core X Chroma, einfach über das Thunderbolt-Kabel in einen der vier Anschlüsse des Laptops stecken, während Windows bereits hochgefahren ist und ihr seht schon, die Lichter gehen an. Jetzt braucht das Ganze mal so 2-3 Sekunden, der Bildschirm wird ein bisschen heller und leiser, der spielt 2-3 Mal die Windows-Töne und dann haben wir gleich ein Bild auf den externen Monitoren. Könnt ihr den Laptop jetzt einfach zuklappen und hier drunter stellen und wir sehen schon auf dem externen Display und zwar AMD X-Connect External GPU has been enabled. Mehr ist es auch gar nicht und ihr seht schon hier unten, falls ihr jetzt einen Razer Core X Chroma habt oder einen Razer Core oder ein anderes eGPU-Gehäuse, was natürlich noch mehr USB-Anschlüsse hat oder LAN. Ihr sehen könnt, der hat sich hier schon mit dem LAN verbunden, was ich hinten drin stecken habe. Und auch mit der externen HDD. Natürlich Tastatur und Maus habe ich ebenfalls am eGPU-Gehäuse hinten angeschlossen. Also das hat alles innerhalb von ein paar Sekunden wunderbar funktioniert. Sprich, ihr habt jetzt quasi wie einen normalen PC. Zwei Monitore, Tastatur, Maus, Headset, LAN. Und jetzt zeige ich euch gerade nochmal kurz im Device Manager das tatsächlich die Radeon RX 580 und 5500M beide da ohne diesen Code 12 angezeigt werden. Was ihr beachten solltet, wenn ihr ein eGPU-Gehäuse habt, was logischerweise noch Platz für die externen Festplatten hat, dass ihr die natürlich erst in Windows auswerfen solltet, bevor ihr das Grafikkartengehäuse absteckt. Grafikkarte ist ja hotplug-fähig, aber die USB-Devices sollte man natürlich trotzdem immer entfernen. Ja, aber das war's eigentlich. Also an sich funktioniert das absolut einwandfrei und ihr könnt jetzt einfach drauf losspielen. Ich werde nochmal ein extra Video machen, wie die Game-Performance an sich ist, wo ich ein paar Benchmarks zeigen werde und auf etwaige Probleme der eGPU-Lösung an sich eingehen werde. Aber das ist eigentlich alles, was ihr braucht, damit ihr das auf eurem Mac zum Laufen kriegen könnt. Zumindest jetzt mal von einem MacBook Pro 16 ausgehend. Andere MacBooks habe ich einfach nicht da zum Testen. Und falls doch, werdet ihr auf eGPU.io sicherlich Hilfe finden. Da werde ich, wie gesagt, die Links zu eGPU.io, zu der älteren Windows ISO und zu den passenden Bootcamp-Drivers.com, zu dem Treiberpaket da in der Videobeschreibung euch verlinken. So, das war's vom Video. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ob es für andere MacBooks funktioniert. Laut Internet soll es auch für andere MacBooks als das 16er, also auch für das 13er und 15er, zumindest aus den letzten zwei Modelljahren funktionieren. Wie es bei MacBook Airs aussieht, weiß ich auch nicht. Ich kann es, wie gesagt, nur für ein MacBook jetzt testen, da ich nur das 16er habe. Müsste aber auch mit allen eGPU-Gehäusen funktionieren. An sich ist das ja alles das gleiche Thunderbolt-Protokoll, sei es jetzt nur mit Grafikkarte oder mit weiteren Anschlüssen oder von anderen Marken als Razer. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Aber bitte in die Kommentare schreiben, was ich besser machen kann. Und abonnieren, falls ihr nicht verpassen wollt, wie ich die Tage das Core X Chroma an sich review. Sowohl in macOS als auch in Windows mit diversen Benchmarks und generell meine Meinung dazu. Das war's. Haut rein.